von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF WISO, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich bin angekommen im Kapitel erfolgreich, Werben mit kleinem Budget und im Abschnitt soziale Werbung in sozialen Netzwerken. Das Ganze wird unterteilt nach sozialen Netzwerken. Im Einzelnen werden aufgeführt Facebook, Instagram und Pinterest, YouTube, Vimeo und Co., Xing, Twitter. Und es gibt ein Fazit: wenig Geld, viel Zeit. So. Naja. Ich stelle meine Eieruhr. Beim letzten Mal war ich ein bisschen drüber. Ich hoffe mal, dass ich mit dem Abschnitt in dem Kapitel in 30 Minuten durch bin. So. Werbung in sozialen Netzwerken. Social Marketing und Web 2.0 zählen seit einiger Zeit zu den Lieblingsbegriffen der Marketing-Gurus und derer, die sich für solche halten. Dahinter verbirgt sich die Überlegung, dort Werbung zu betreiben, wo sich immer mehr Menschen treffen, nämlich in sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing und Co. oder Crossing und Co. Auf diesen Plattformen pflegen Menschen Kontakte, suchen neue Freunde, diskutieren über private oder geschäftliche Themen und hängen ihre Angebote und Gesuche ans virtuelle schwarze Brett. Und häufig werden auch Empfehlungen zu Produkten und Dienstleistungen ausgetauscht. Ein Trend, der es für Unternehmen jeder Größenordnung zumindest überlegenswert macht, über die Präsenz in sozialen Netzwerken Neukunden zu gewinnen und bestehende Kunden an sich zu binden. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen einige der wichtigsten sozialen Netzwerke in Sachen Marketing bieten. Facebook. Sowohl weltweit als auch in Deutschland gilt Facebook als das wichtigste und nutzerstärkste soziale Netzwerk. Menschen aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten nutzen Facebook zur Kontaktpflege, zum Austausch von Fotos und Videos oder als Diskussionsplattform. Nicht nur Privatleute können dort eigene Seiten anlegen, sondern auch Freiberufler, Unternehmen, Vereine und andere Institutionen. Tipp: In sozialen Netzwerken den richtigen Ton finden. Ob neues Produktangebot oder Kommentar zur Lage der Welt. In sozialen Netzwerken können Nutzer praktisch alles ungefiltert verkünden. Und das Resultat sind dann nicht selten Werbeaktionen von fragwürdigem Geschmack oder Äußerungen, die andere herabsetzen oder gar beleidigen. Wenn dann noch der berüchtigte Shitstorm losbricht, bei dem sich andere über ihre Tollpatschigkeit lustig machen, kann eine vermeintlich kreative Idee schnell nach hinten losgehen. Wie in vielen Bereichen des echten Lebens gilt auch in der virtuellen Welt, Sympathie, Kompetenz und Besonnenheit bringen langfristig meist bessere Ergebnisse als Provokation und das Erhaschen von Aufmerksamkeit um jeden Preis. Netzwerke werden über Facebook gebildet, indem einer der beiden Beteiligten eine Freundschaftsanfrage stellt und der andere diese bestätigt. Bei Unternehmensseiten können andere Nutzer Fans werden und bekommen dann die neuesten Meldungen des Unternehmens auf ihre Facebook-Startseite eingeblendet. Die Mitgliedschaft bei Facebook ist kostenlos. Darüber hinaus können Sie kostenpflichtige Werbeanzeigen buchen, die dann bei anderen Mitgliedern angezeigt werden. Über Filter, beispielsweise Wohnort, Alter oder Geschlecht, können Sie bestimmen, welche Zielgruppe die Anzeigen sehen soll. Facebook ist gut geeignet, um ein Netzwerk an privaten Kunden zu pflegen und neue Kunden zu gewinnen.
So können Sie beispielsweise neue Produkte zeigen, wenn Sie kreativ oder künstlerisch tätig sind. Oder Sie können in der Gastronomie oder Eventbranche Veranstaltungen und Sonderaktionen bewerben. Besonders gute Marketing-Effekte können Sie erzielen, wenn Sie sogenannte Multiplikatoren für Ihre Produkte oder Dienstleistungen begeistern können. Darunter versteht man Menschen, die im Internet sehr aktiv sind und deren Publikationen eine hohe Reichweite haben. Typisches Beispiel sind Blogger, die sich bereits einen großen Leserkreis aufgebaut haben. Wenn Sie von einem Multiplikator lobend auf Facebook erwähnt werden, können Sie davon ausgehen, dass die Anzahl Ihrer Seitenaufrufe und Fans deutlich ansteigt und vielleicht auch der eine oder andere Neukunde hängen bleibt. So. Instagram and Pinterest, da gibt es einen Kasten gesetzliche Grundlagen. Fotonutzung auf Facebook, Instagram und Pinterest. Wenn Sie Fotos in sozialen Netzwerken hochladen, übertragen Sie der Plattform im Regelfall weitreichende Nutzungsrechte, so etwa die Erlaubnis, dass andere Nutzer die Bilder in Ihrem Account teilen dürfen. Geregelt wird die Übertragung der Nutzungsrechte meist in der AGB der Plattformen. Für Sie bedeutet das jedoch, dass Sie nur Bilder hochladen dürfen, für die Sie selbst das umfassende Nutzungsrecht haben. Sonst darf Sie der Rechteinhaber abmahnen. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie in sozialen Netzwerken nur eigene Bilder veröffentlichen. So. Instagram und Pinterest. Bei beiden Plattformen handelt es sich um soziale Netzwerke, die auf den Austausch von Bildern und Videos spezialisiert sind. Die hochgeladenen Medien können mit Schlagworten, den sogenannten Hashtags, versehen werden. Dann werden sie mit angezeigt, wenn andere Nutzer nach dem jeweiligen Schlagwort suchen. Bei beiden Anbietern ist die Mitgliedschaft kostenlos. Gut geeignet sind Instagram und Pinterest für alle, die eine kreative Geschäftsidee haben, die sich gut mit Bildern beschreiben und bewerben lässt. Fotos von leckeren Menüs, des nebenberuflich betriebenen Catering-Service kommen ebenso in Frage wie Arbeitsproben von Fotografen, Designern oder Kunsthandwerkern. Ganz wichtig. Beachten Sie beim Veröffentlichen von Bildern und Videos immer das deutsche Urheber- und Persönlichkeitsrecht. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie ausschließlich eigene Bildwerke hochladen und von allen Personen, die in Bild oder Video zu sehen sind, das schriftliche Einverständnis zur Veröffentlichung besitzen. So. YouTube, Vimeo und Co. Analog zu den Bilderplattformen gibt es Videoportale, deren populärster Vertreter sicherlich YouTube ist. Aber auch auf anderen Plattformen wie Vimeo oder Slideshare können Sie Videos hochladen und sie anderen Nutzern zugänglich machen. Als Marketinginstrument bietet sich dies an, wenn Sie beispielsweise Anleitungen veröffentlichen oder im Bewegtbild zeigen wollen, was man mit Ihren Produkten alles machen kann. Xing oder früher wird das auch Crossing genannt. Bei Xing handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der sich Menschen und Unternehmen untereinander vernetzen können. Es gibt sowohl eine kostenlose Basismitgliedschaft als auch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft, die zusätzliche Funktionen bietet. Interessant sind bei Xing die vielen Branchen und Regionalgruppen, die häufig auch Job- und Auftragsbörsen integriert haben. So gibt es beispielsweise Projektbörsen für Grafiker, Texter, Programmierer und andere haupt- und nebenberufliche Freiberufler. Ähnlich wie in einem Forum können Sie sich in den Xing-Gruppen mit anderen Gruppenmitgliedern austauschen und sich an Diskussionen beteiligen. Am interessantesten ist Xing für diejenigen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen an andere Unternehmen verkaufen, da sich der Kreis der privaten Nutzer zumeist aus Jobsuchenden zusammensetzt. Über die Projekt- und Auftragsausschreibungen
können Sie sich bei potenziellen Auftraggebern bewerben und damit Ihren Kundenkreis erweitern. Auch kompetente Fachbeiträge in den einschlägigen Gruppenforen der Plattform können dazu beitragen, dass vielleicht auch mal ein Neukunde auf Sie aufmerksam wird. Twitter. Der kostenlos nutzbare Kurznachrichtendienst Twitter bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene kurze Botschaften, Fotos und Kurzvideos in Form von sogenannten Tweets zu veröffentlichen. Tweets von anderen Nutzern zu teilen oder andere Nutzer öffentlich sichtbar anzuschreiben. Die einzelnen Absender können abonniert werden, sodass die Botschaft umso weiter verbreitet wird, je mehr Abonnenten auf Twitter-Deutsch Follower der Betreffende hat. Da die Möglichkeit des Dialogs auf Twitter eher begrenzt ist, eignet sich der Dienst zwar als ergänzendes Medium zum Veröffentlichen von kurzen News, weniger doch für die langfristige Kundenbindung. Fazit: Wenig Geld, viel Zeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dank der überwiegend kostenlosen Mitgliedschaften ist mit der Werbung in sozialen Medien nur ein geringer finanzieller Aufwand verbunden, doch im Gegensatz sollten Sie ausreichend Zeit für die Pflege Ihrer Online-Präsenz einplanen. Während die eigene Webseite auch als statische Visitenkarte veröffentlicht werden kann und dann über einige Zeit hinweg keinen Änderungsbedarf verursacht, ist die Präsenz in sozialen Medien eine äußerst flüchtige Angelegenheit. Wer nicht in kurzen Abständen mit Neuigkeiten auf sich aufmerksam macht, gerät innerhalb kurzer Zeit in Vergessenheit. Daher gilt es, eine Medienstrategie zu erarbeiten, die eine regelmäßige Versorgung der Kontakte mit neuen Informationen vorsieht. So. Jetzt kommen die letzten anderthalb Seiten. Ich habe noch über eine Viertelstunde auf der Eieruhr. Der Umgang mit Kunden und Interessenten. Da gibt es farblich abgehobene Grundsätze. Seien Sie ein guter Zuhörer, seien Sie höflich, seien Sie ehrlich, seien Sie verlässlich, bieten Sie Service. So. Der Umgang mit Kunden und Interessenten. Ein nicht zu unterschätzender Werbefaktor ist der Eindruck, den Sie bei Ihren Geschäftspartnern hinterlassen. Das gilt auch bei Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen, bei denen die Inhaber allein das Unternehmen repräsentieren. Dabei geht es nicht um trickreiche Manipulationsstrategien, sondern um die Frage, wie gelingt es, dem Kunden authentisch und glaubwürdig Wertschätzung zu zeigen. Der persönliche Umgang mit Ihren Kunden ist letztlich entscheidend dafür, ob Sie zu ihnen Vertrauen haben oder nicht. Mehr noch als die Qualität und der Preis Ihrer Produkte kann die Art, in der Sie mit den Kunden umgehen, über den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens entscheiden. Deshalb nochmals, zeigen Sie Ihren Kunden ehrlich und wahrnehmbar, wie viel Sie ihnen wert sind. Hier ein paar Regeln, mit denen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen und erhalten. Seien Sie ein guter Zuhörer. Versuchen Sie durch Fragen und gezieltes Zuhören herauszufinden, was Ihre Kunden von Ihnen erwarten und setzen Sie dann alles daran, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Seien Sie höflich.
Sie brauchen ja kein Benimmbuch auswendig zu lernen, doch man empfindet es als sehr angenehm, wenn einem der Vortritt gelassen wird oder wenn man bei der Begrüßung und beim Abschied beim Namen genannt wird. Auch ein Danke zu viel ist besser als ein Danke zu wenig. Seien Sie ehrlich, klären Sie Ihren Kunden über Nebenkosten oder Risiken auf, auch auf die Gefahr hin, dass er Ihnen einen Auftrag nicht erteilt. Dies ist allemal besser als der Ärger nach der dicken Rechnung und das Image des windigen Schlaumeiers, dem man nicht über den Weg trauen kann. Seien Sie verlässlich. Einen guten Unternehmer zeichnet aus, dass man sich auf sein Wort verlassen kann. Die Einhaltung von gegebenen Zusagen, die Pünktlichkeit bei Lieferanten, das alles ist Kapital, das auch einmal einen Mehrpreis ausgleichen kann. Bieten Sie Service. Produkte und Leistungen werden einander immer ähnlicher und damit austauschbar. Wer es da nicht schafft, sich mit einem persönlichen Service zu profilieren, ist eben nur ein Anbieter unter vielen. Mit Ihrer besonderen Service-Idee können Sie Ihrem Unternehmen die persönliche Note verleihen, durch die Sie Ihre Kunden angenehm in Erinnerung, durch die Sie Ihren Kunden angenehm in Erinnerung bleiben. Und solch ein positiver Faktor hat eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung. Bieten Sie Service. Produkte und Leistungen werden einander immer ähnlicher und damit austauschbar. Wer es da nicht schafft, sich mit einem persönlichen Service zu profilieren, ist eben nur ein Anbieter unter vielen. Mit Ihrer besonderen Service-Idee können Sie Ihrem Unternehmen die persönliche Note verleihen, durch die Sie Ihren Kunden angenehm in Erinnerung bleiben. Und solch ein positiver Faktor hat eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung. So, das war's mit dem Kapitel. Es geht weiter mit Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte habe ich? Gesetzliche Renten- und Krankenversicherung werden da genannt. Berufsgenossenschaft, Altersvorsorge. Dann geht es auch schon weiter mit verschiedenen Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen. Es ist ein relativ kurzes Kapitel. Also es geht weiter mit Sozialversicherung und Altersvorsorge. Welche Pflichten und Rechte habe ich? Ja, ich mache eine kurze Pause und dann geht's weiter. Tschüss.